So, Problem gelöst. Wir haben eigentlich die ganze Zeit vom Eingang gestanden. Egal, haben wir uns wenigstens jetzt noch was geholt. Passt doch. Chicane, ich rücke auf Ruckers Position vor. Haben Sie die Koordinaten? Ich schicke sie Ihnen, sobald mein Kaffee leer ist. Lassen Sie mich nicht hängen, Chicane. Halt's Maul. Ich habe noch gerade eine Idee gehabt. Und zwar, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir unsere Batterie updaten. Was war das andere? Und zwar unsere Aufnahme. Okay. Jetzt haben wir mehr Platz. Ah, schau dir das mal an hier. Mir Ziel. Und seien Sie vorsichtig. Er ist gefährlich. Abwarten. Hä? Warum ist diese Kamera nicht sauber auf mich? Bin unbewaffnet. Ja, ich habe eigentlich normalerweise. Sie verstehen sicher, dass mir Ihr Wort nicht reicht. Ja, ich habe mein Ballistikmesser gar nicht. Das geht Sie auch gar nicht. Eine Menge Torf zu haben. Danke, dass Sie sich auf dem Weg hierher zurückgehalten haben. Meine Freunde wollen mich nur beschützen, aber es wurde schon zu viel Blut vergossen. Siehste? Also, gar nicht überrascht. Ganz kurz hierbei, hätten wir jetzt alle umgebracht, hätte der uns ziemlich böse angemacht. So, das kann doch nicht sein, sie haben so viel Blut vergossen, jetzt nur um hierher zu kommen. Wenn wir das nicht machen und sie nur betäuben, dann sagt er sowas wie jetzt, sie haben sich zurückgehalten. Vielen Dank dafür. Ich auch nicht. Nach den Bomben am Bahnhof war klar, dass jemand kommen würde. Setzen Sie sich. Bitte. Das ist kein Besuch zum Tee, Rucker. Ich werde Sie verhaften. Wir kämpfen für die Rechte der Augmentierten. Verbreiten unsere Botschaft, bieten Unterstützung. Die ARC ist eine gewaltfreie Organisation. Dann haben wir ja kein Problem. Sie begleiten mich, beantworten unsere Fragen und sind rechtzeitig zurück, um ihre nächste Predigt zu filmen. Ich bin kein Narr. Wenn ich mich jetzt ergebe, lassen Sie mich verschwinden. Aber ich werde solche Nitzins-Fehler nicht wiederholen. Wir werden Ihnen die Stirn bieten. Ich dachte, Sie wären ein Pazifist. Das bin ich. Aber ich bin mehr als nur ein Anführer. Ich bin auch ein Symbol, das Sie beseitigen wollen. Und wenn ich nur als Märtyrer ein Symbol bleiben kann, dann nehme ich den Tod gerne in Kauf. Wenn ich sie gewaltsam mitschleppen muss, werden ihre Leute versuchen, mich aufzuhalten. Keiner will Verletzte, also kommen Sie friedlich mit. Sie haben mein Wort. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, dass sie fair behandelt werden. Erzählen Sie mir nichts über Fairness. Ihre Herren verstecken sich im Schatten. Sie manipulieren, kontrollieren und morden, ohne den Mut zu haben, ihre Überzeugungen vor dem Rest der Welt zu vertreten. Ja, hast du recht. So hat Macht schon immer funktioniert, Rucker. Und wenn Ihnen das nicht klar ist, dann sollten Sie auf Leute hören, die das alles schon ein paar Schritte weiter durchdacht haben. Ich bin vielleicht nicht der ideale Anführer einer Gruppe von Aktivisten, aber es ist trotzdem heuchlerisch, mich zu kritisieren, weil ich ihre Methoden anwende. Ich war geduldig, habe Gewaltlosigkeit gepredigt und darauf gewartet, dass der Rest der Welt diesem Beispiel folgt. Ich hatte Vertrauen zur Menschheit. Und die Menschheit hat mich verraten. Die Menschheit hat sie nicht betrogen. Das war Angst und Panik. Sie müssen ihr mehr Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Wie lange denn? Wenn uns jeder Tag der Auslöschung näher bringt. Ich stehe zwischen den Bombenanschlägen auf der einen Seite und den internen Querelen der ARC auf der anderen. Möglicherweise ist beides sogar verbunden. Ich muss entscheiden, was das Beste für die Sache ist. Geben Sie mir bitte einen Tag Aufschub.
Arme rechtfertigen? Sie hatten 2 Jahre Zeit, Rucker. Glauben Sie wirklich, dass ein Tag einen Unterschied macht? Nein. Ich habe mich geöffnet und an Ihr Mitgefühl appelliert. Aber eigentlich wollte ich nur Frieden mit meinem Schicksal schließen. Ein klein wenig Menschlichkeit, die Sie verweigert haben. Ich formuliere es mal so, dass Sie es verstehen. Wenn Sie mich mitnehmen, ermorden Sie mich, pervertieren die Sache und vernichten die Augmented Rights Coalition. Schluss mit der Scheiße, sie sind nicht die Sache. Sie sind nur Empfängnisse. Mann, ich bin nicht schuld an diesem Chaos, aber wir müssen beide ausmachen. Seit wann sind Sie deine einzige Stimme für die Sache? Ich bin auch ein Opti, der blickt Ihnen nicht wirklich etwas an. Es geht Ihnen um Sie selbst. Ich werde mich revanchieren, wenn Sie frei mitkommen. Sie sind ein Pazifist, wenn nicht lange, wenn Sie noch scheiße. Sie. Okay, machen wir das. Ich werde mich revanchieren. Wenn Sie freiwillig mitkommen, sind Sie ein Pazifist. Wenn nicht, dann labern Sie nur Scheiße. Sie pervertieren die Sache. Ich? Vielleicht haben Sie recht. Es wäre für Sie leichter gewesen, gewaltsam zu mir vorzudringen. Aber Sie haben den schwierigeren Weg gewählt. Das muss ich auch tun. Ich komme mit. Bevor wir gehen, muss ich Ihnen etwas zeigen. Ich vermute einen brodelnden Machtkampf in unserer Organisation. Einige Mitglieder der ARC sind unseren Idealen weniger verbunden. Heißt das, Sie wissen, wer für die Bombenanschläge verantwortlich ist? Es ist nur ein Verdacht. Und selbst das erst seit kurzem. Meine gesammelten Beweise sind mager. Aber ich will sie Ihnen geben. Das ist die Codekarte für die Sicherheitstür. Dort sind die Beweise. Warum geben Sie die mir? Warum behalten Sie sie nicht beim Verhör bei sich? Wenn mein Verdacht stimmt und ich gesehen werde, wie ich Sie freiwillig begleite, überlebe ich vielleicht nicht lange. Irgendwo da unten, gut versteckt, ist Ihr Terrorist. Ich habe insgeheim versucht herauszufinden, wer verantwortlich ist. Rucker. Chicane, Rucker ist tot. Wie bitte? Details, wenn ich bei Ihnen bin. Wo ist das genau? In der Nähe Ihrer Position sind einige Gewächshäuser. Darunter ist eine freie Stelle. Dort werde ich sein. Chicane out. Die haben ein ganzes System überlastet, so dass er sich selbst in sich selbst alles zusammengefressen hat eben. Zusammengequetscht, alles Mögliche. Seine ganzen Optimierungen haben sich innen drin zusammengequetscht. So, das ist natürlich scheiße. Okay, für die Tür ist es, ne? Okay. Lass mich erstmal noch ein bisschen looten. Weltweit führend bei fairer und neutraler Berichterstattung.
Soll ich echt hier durch? Nein, scheiße. Was? Ich hab Platz für ein Betäubungsgewehr? Ah, oh, interessant. Komm auf die 6. Aber ich wollte eigentlich... das Ding hier aufbekommen. Aber... I don't know. I have no keycard. So, nee, beziehungsweise ich habe kein Passwort. Ich wüsste gar nicht, wo ich den herbekomme. Hier war jedenfalls nicht ein Verzeichnis. Oder? Er müsste eigentlich bei sich haben. Unsere Ankläger sind blind vor Angst. Und obwohl auch viele von ihnen Angst haben, bitte ich sie. Denkst du, die Polizei findet einen Weg hier rauf? Bleib wachsam, Bruder. Wann kommt endlich meine Ablösung?